So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Ramses ist der Dicke. Eine neue Folge Unboxing von der WrestleCrate UK Box. Ich weiß nicht, aber es müsste langsam die letzte Box sein, die kommt. Ich habe meinen PayPal-Dings gekündigt. Das waren immer so 350 Euro im Jahr, die man bezahlen musste. Die Boxen an sich günstig, aber der Versand für jede einzelne Box war teurer als die Box selber. Ich habe das ja immer gefeiert für die T-Shirts, die da drin sind. Ich habe wieder das T-Shirt aus der letzten Box an. Ich möchte gucken, welches T-Shirt da drin ist, ob da nochmal ein richtig fettes Highlight ist. Das Ganze ist ja eine WrestleCrate UK Box. Das kam also immer aus Großbritannien, also aus England. Da habe ich immer viel Freude dran gehabt. Ich habe mir die ganzen Kartons auch aufgehoben, weil ich gedacht habe, da kann man noch mal was reintun. Die Boxen fand ich cool, das Design fand ich cool, die Idee fand ich cool. Aber ich sehe ja selber, die Videos kommen bei euch trotzdem nicht so krass an. Das interessiert nur so eine kleine Handvoll. Und ich habe jetzt so viele T-Shirts, die ich alle noch nicht mal anhatte. Und es ist immer mehr werden, jeden Monat neues T-Shirt. Und es ist erstmal genug, erstmal kommt dann Jonas dran. Da gebe ich lieber dem Jonas jeden Monat neues T-Shirt statt mir selber. Jetzt schauen wir mal hier rein, was hier drin ist. Das T-Shirt legen wir erstmal zur Seite, kümmern uns um diese Rolle, denn in der Rolle ist meistens ein Poster drin. Ich habe auch vergessen, wer das Highlight von dieser Box sein sollte. Da wird ja immer schon angekündigt, von wem dann wieder ein Autogramm drin ist und so Zeug. Hier haben wir ein den kann ich ja gar nicht leiden. Aber ein schönes Poster ist es vielleicht trotzdem, nämlich komplett in Schwarz-Weiß. Hier seht ihr Shinsuke Nakamura. Wenn man ihn überhaupt sieht, er steht nämlich hier so klein in der Mitte. Und hier siehst du ganz viele Fans drumherum. Am besten man schneidet ihn einfach raus und guckt sich die Fans an, weil die irgendwie viel interessanter sind. Hier hinten der Typ, der rastet komplett aus, das sieht gut aus. Hier der Dicke da, den finde ich mega sympathisch. Hier der mit dem Bart, der guckt auch und freut sich. Also wer braucht dann noch Shinsuke Nakamura, wenn er dieses Poster hat mit den ganzen Fans drauf? Das ist bestimmt wieder ein Monat Wrestling on Demand, kostenlos, was ihr mit dem Code hier bekommen könnt. Hier steht der Reis Ravlings TWO. Keine Ahnung, was das ist. Sieht eher aus wie Boxen, aber nee, muss Wrestling sein. Guckt euch mal das Design an. Das ist auf jeden Fall toll in jeder Sammlung. Und dann drehen wir es rum und da haben wir noch sehr gut Wrestling. Nee, Carnival of Championships von Coventry. Wrestle Carnival. Wrestle Crate Subscribers can exclusively watch this show. Das ist schön, dass ich das gucken kann. Ich habe das aber auch noch nie gemacht. Also ich kriege immer so eine Karte und kann kostenlos was gucken. Ich habe mir aber noch nie was angeguckt. Ich habe halt einfach keine Zeit für nichts. Dann, das war glaube ich angekündigt, dass in dieser Box ein Autogramm drin ist vom Raven. Raven kennt ihr vielleicht, früher aus der WCW, der immer mit der kurzen Jeanshose ankam, immer mit der Lederjacke, immer so ein bisschen Bunk-Look oder Landstreicher-Look oder wie auch immer, in der Ringecke gesessen, total teilnahmslos. Das war Raven. Hier jetzt ein Autogramm wieder in so einem super Design, alles immer so ein bisschen cartoonartig, aber trotzdem irgendwie realistisch, nachgemalt. Finde ich, passt, oder? Hättet ihr euch mehr erwartet? Guckt mal hier drüben drauf. Denn das ist, ich weiß es nicht, und sehe, dass ich es wirklich nicht weiß, wer das ist. Und das sagt ihr mir vielleicht. Da ist auch wieder eine Original-Unterschrift mit dabei. Aber wer ist dieser Typ, der sich so die Haare, die Hände über dem Kopf zusammenschlägt und Brusthaare hat? Ich weiß es nicht. Wenn ihr es wisst, sagt Bescheid. Hier fehlt nämlich, ja, keine Ahnung, es fehlt wirklich. Normalerweise ist da immer so eine kleine Karte drin und da stehen alle Items drauf, die da drin sind, plus die, die in der großen Box sind. Da stehen genau die Namen dran, dass du weißt, wer ist wer und was ist was. Und es ist immer Werbung für die nächste Box gemacht. Vielleicht war das wirklich die letzte Box, deswegen kriege ich keine Werbung für die nächste Box. DVD ist nicht dabei. Ich glaube, in der letzten war auch keine DVD dabei. Ich war es gewohnt, immer DVD und ein T-Shirt drin zu haben. Jetzt, die DVDs bleiben aus. T-Shirt ist noch dabei. Wir werden das T-Shirt mal kurz aufmachen. Gucken uns das noch an. Und dann denke ich, war es das, glaube ich, erstmal mit den WrestleCrate UK Boxen. Außer, ich werde mir irgendwann wieder neue bestellen. So, ganz neu ein graues. Ich habe noch nie ein graues gehabt. Vor allem in einem
Soft-Style, weil die hier sind alle irgendwie gleich, aus dem gleichen Stoff. Das ist irgendwie komplett anders. Und ihr habt hier ein großes Logo drauf, ein blaues Logo mit so einem Stierkopf. Weiß jetzt gerade nicht, von wem das ist. Hier steht Steve Weiser Craft Beer Brewed in Austin, Texas. Established 1996, Alk 3,16%, also 316. Das heißt, Stone Cold Steve Austin hat doch eine eigene Biersorte rausgebracht, eine eigene Biermarke. Der Iswo hat mich schon immer gefragt, ey Ramses, hast du schon das neue Stone Cold Steve Austin Bier probiert? Ich habe gesagt, nee, wo gibt's das denn? Das heißt, das müsste ein T-Shirt sein, vom Logo, von dem Bierlogo und von der Biermarke von Stone Cold Steve Austin. Iswo hat jetzt letztens auch Geburtstag gehabt, kurz nach mir im Juli. Ich habe ihm gratuliert, ich habe ihm gar kein Geschenk geschickt. Ich habe von ihm auch keins bekommen. Ich glaube, ich werde seine Adresse jetzt rausfinden, werde ihm dieses T-Shirt schenken. Einfach so, weil es von Stone Cold Steve Austin ist. Er ist richtiger Stone Cold Steve Austin Fan. Und das ist das Stone Cold Steve Austin Bier. Logo, T-Shirt, gibt's glaube ich nirgendwo anders, ist exclusively in der WrestleCrate UK Box drin. Das Video sieht er eh nicht, deswegen kann ich spoilern, ich werde mal nach seiner Adresse fragen. Und schon war das das, weshalb ich die Boxen auch so gefeiert habe. Da waren noch immer Sachen von Jake the Snake Roberts drin, das habe ich meinem Onkel geschenkt, weil der ist Wrestling-Fan seit der ersten Stunde, noch früher mit British Bulldog und Doink und Tatanga, wo die alle so gang und gäbe waren. Für mich habe ich manchmal Sachen dabei gehabt, die ich gefeiert habe. Für Hannes habe ich manchmal Sachen dabei gehabt von Malakai Black und so, die ich ihm gegeben habe. Und jetzt habe ich sogar was, was ich auch in Iswo geben kann. Das wird an ihn geschickt, auch wenn es ihm viel zu groß ist, kann er anziehen, gemütlich zum Chillen abends. So, falls das die letzte Wrestling-Box war, würde ich sagen, war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, peace out, forward, euer Ramses. Und falls es nicht die letzte ist und es kommt noch eine, würde ich sagen, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Adi, Schatz. Und ich muss jetzt noch was anderes auspacken.